Das Gedächtnisbuch Oberösterreich. 2019 wurde dieses Projekt einer unabhängigen Projektgruppe im Linzer Dom der Öffentlichkeit präsentiert. Jährlich werden in das Buch Biografien von Personen aufgenommen, die im Nationalsozialismus verfolgt waren oder durch widerständiges Handeln ihr Leben in Gefahr brachten. Die Beiträge werden von Personen gestaltet, die einen persönlichen, örtlichen oder fachlichen Bezug haben. Auch im Jahr der Corona-Pandemie sind 9 neue Beiträge entstanden, die im Gedächtnisbuch als neue Seiten aufgeschlagen werden. Die diesjährigen Beiträge nehmen Opfer des Holocaust, der NS-Euthanasie, der NS-Zwangsarbeit, der politischen und religiösen Verfolgung in den Blick. Als thematischer Schwerpunkt hat sich Widerstand in Form von Hilfsleistungen für Verfolgte wie Zwangsarbeiterinnen und KZ-Häftlinge herauskristallisiert. Die Autorinnen haben während des zweiten Lockdowns dieses Jahres Heimvideos erstellt, in denen sie die Lebensgeschichten vorstellen, die ab jetzt im Linzer Dom oder virtuell auf der Homepage des Franz- und Franziska-Jägerstätter-Instituts nachgelesen werden können. Wir bedanken uns bei den Autorinnen für ihren wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur und freuen uns auf die Fortsetzung des Projektes im Jahr 2021.